Hallo, heute möchte ich euch grundlegende Sachen in Microsoft Teams zeigen. Nachdem du auf Microsoft Teams geklickt hast, kann sein, dass zum ersten Mal dieses Fenster hier kommt. Da steht, ob du die Windows-App herunterladen willst. Das kannst du zu Hause auch machen, dann hast du schneller darauf Zugriff. Oder stattdessen die Web-App verwenden. Ich klicke jetzt auf die Web-App. Ich habe mich jetzt als Zolli-Schüler angemeldet übrigens. Das sieht man hier, wenn ich da oben auf mein Initial Z drücke, Zolli-Schüler 01. Übrigens kann ich hier oben einiges verändern. Ich kann die Desktop-App herunterladen oder ich kann auch die Mobile-App herunterladen. Das machst du aber besser am Handy. Ich würde dir auch empfehlen, Microsoft Teams am Handy zu installieren oder ich könnte einige Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel, ich kann ein dunkles Design wählen, oder statt den Rastern, die meine Teams darstellen, auch eine Liste. Ich gehe aber noch einmal zurück auf Raster und Standard und schließe das. Hier ganz links kannst du die Ich-Leiste sehen. Die Ich-Leiste enthält die wichtigsten Funktionen von Teams. Unter anderem Aktivität, Chat, Teams, Aufgaben, den Kalender, Anrufe, Dateien. Und mit dem drei Punkte im Menü kannst du weitere Sachen hinzufügen. Hier siehst du auch, wenn ich auf Teams klicke, bei welchen Teams der Zolli Schüler 01 überall dabei ist. Das ist eine ganze Menge. Nun, er hat auch schon einige Aufgaben bekommen. Man sieht das an der Aktivität und an dieser roten Zahl. Immer wenn du eine Aufgabe bekommst von deinen Lehrern, wird das hier angezeigt. Ich klicke hier mal auf Aktivität und ganz oben sind immer auch fett markiert die neuesten Sachen, wo Zolli 01 entweder bei einem Team hinzugefügt worden ist oder bei Assignments heißt immer, er hat eine neue Aufgabe bekommen. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde auf dieses fettgedruckte, das ist nicht erledigt, dann wird mir die Aufgabe ganz unten angezeigt. Da geht es um Deutsch, Präpositionen. Könnte mir die Aufgabe auch anzeigen lassen, aber das mache ich dann in einem anderen Video. Ich zeige euch jetzt noch die Ich-Leiste. Da habe ich auch die Funktion Chat. Die ist ganz fein, wenn du Teams, wie gesagt, am Handy installiert hast. Hier kannst du mit allen Kindern, aber auch Lehrern, die in unserer Schule sind, Kontakt aufnehmen. Ganz einfach, indem du auf das Quadrat mit dem Stift klickst. Ich mache das hier nun mal. Und hier kannst du jetzt einfach einen Namen eingeben. Die ersten drei Buchstaben genügen. Ich gebe mal einen Zoll, weil es gibt dann auch einen Zolli-Schüler 02. Den klicke ich an. Und da ganz unten ist ein Nachrichtenfenster. Und wenn ich hier reinklicke, könnte ich jetzt ganz einfach eine Nachricht hineinschreiben. Und da oben öffnet sich ganz zeitgleich noch ein Fenster mit einer Videokamera und einem Telefonhörer. Das heißt, ich kann einen Videoanruf oder einen Audioanruf mit dieser Person machen. Ja, hier ganz unten im Nachrichtenfenster. Besser ist es immer, ich klicke auf dieses A mit dem Pinsel. Sonst kann ich immer nur einen Einzeiler schreiben. Kann ich eine Nachricht schreiben. Hallo, wie geht es dir? Auch natürlich könnte ich einen Smiley dazu hängen oder sogar ein GIF, ein bewegtes Bildchen. Ich wähle jetzt einmal irgendwas aus. Oder ich kann auch mit der Büroklammer eine Datei vom Computer hochladen, eine Word-Datei oder ein Foto, wie auch immer. Und mit dem Papierflieger kann ich das Ganze absenden. Ich kann auch hier mit Kontakt hinzufügen, noch andere Teilnehmer aus unserer Schule hinzufügen, kann das aber auch am Beginn schon tun. Ich starte jetzt noch einmal einen neuen Chat, könnte also hier mehrere Personen eingeben. Ja, zum Beispiel hier die Zoller Lea, meine Tochter, die auch unsere Schule besucht und ganz viele andere auch, könnte also hier ganz ähnlich wie in WhatsApp eine Chatgruppe einrichten. Weiter geht es hier mit der Taste Teams. Hier sehe ich also, in welchen Teams ich dabei bin. Mit der Funktion Aufgaben sehe ich alle Aufgaben, die ich vielleicht erledigt oder noch nicht erledigt habe.
gesammelt in mehreren Teams. Ich habe noch einen Kalender, wo vielleicht auch Videobesprechungen abgebildet sind. Könnt ihr auch Anrufe machen, also nur Audioanrufe. Das funktioniert dann eigentlich ganz gleich. Das verwende ich eigentlich recht selten. Und unter Dateien sehe ich zum Beispiel meine OneDrive. Das sind also alle Dateien, die ich hier gespeichert habe. Im nächsten Video werde ich dir also zeigen, was so ein Team ist und was man in so einem Team alles machen kann.